heute ein Rastplatz. Auch die erste Bezeichnung dieser Kapelle war ja Maria Waldrast, Maria Waldesrast. Und erst später hatte man dann eben den Namen Maria Waldesruh dieser Kapelle gegeben. Also Maria Waldesruh, vorher Maria Waldesrast, Ocicova Kapelica, Ocic Kapelza, Ocicho Krisch. Diese Bezeichnungen passen für diese Maria Waldesruh. Kapelle. Wunderschön gelungenen Restaurierung des Innenraumes und der Fassade der Fresken wird jetzt in nächster Zukunft halt einmal auch das Dach, dieses Lärchendeckeldach restauriert und saniert werden und auch dahinter sind diese zwei wunderschönen alten Lärchenbäume, die halt wirklich also zum Idyll dieser Kapelle wunderschön dazu passen. Und auch diese alte Holzrinne, die in beide Richtungen also eine Wölbung hat, also ist wunderschön. Sanierung der Fresken der kleinen Wallfahrtskapelle Maria Waldesruh am 20. Juli 2012. Der Kunstmaler Roland Mutter bei seiner liebevollen Arbeit an der Restaurierung der Freske mit der Darstellung Taufe Jesu durch Johannes. Maler Roland Mutter bei der liebevollen Restaurierung der Freske der Darstellung Taufe Jesu durch Johannes im Jordan. Die Darstellung des heiligen Antonius ist schon fertig. Maria Waldesruh, die kleine Wallfahrtskapelle in Maria Waldesruh am 20. Juli 2012. Roland Mutter, wir stehen jetzt
vor der kleinen Wallfahrtskapelle Maria Waldesruh und sehen schon vor uns jetzt das fertig, also in Fertigstellung befindliche Werk, denn es Restaurationsarbeit. Und wie geht's dir da bei dieser Restaurierung dieser Fresken? Ja, wunderbar, weil nach den Vorlagen, die einfach traumhaft sind und traumhaft schön sind, auch von der künstlerischen Wertigkeit sehr gut gemacht worden sind seinerzeit vor über 100 Jahren. Also ist ein Vergnügen da, das restaurieren zu dürfen, weil die qualitative Malerei des damaligen Künstlers, angeblich aus Kroatien einer, der das gemacht hat, einfach sehr hochwertig ist und das gehört unbedingt erhalten. Also du bist begeistert da von diesem Malstil, dieses Künstlers, der also in Original diese Fresken also geschaffen hat, kann man sagen. Direkt auf Putz gemahlen, am nassen Putz gemahlen seinerzeit und hat weder Konturen verwendet, noch in die Richtung naive Malerei, sondern einfach im realistischen Sinne gemahlen, was möglich war. Also das war wirklich Hochachtung vor dem Herrn. Roland, du hast ja bei dieser Restauration also auch so alte Inschriften und so weiter also gefunden und gesehen. Also die älteste Dokumentation da auf dieser auf den Wänden dieser Kapelle kommen ja aus dem 18. Jahrhundert, 1886. Ja, 1886 ist das der erste Eindruck, den ich gefunden habe unter vier Schichten alter Farbe. Ja. Und auf der ersten Farbschicht war eben 1886 die erste Eintragung mit einem Bleistift. Ja. Seinerzeit haben sich dann mehrere der Pilger da eingetragen und die Wand bekritzelt von oben bis auf die Decken auf. Und das war seinerzeit scheinbar der große Renner schlechthin, dass man sich da verewigt, direkt am Objekt. Ja. Also diese Kapelle besitzt da jetzt auch diese Fresken, also der Darstellung der biblischen Geschichte. Also das ist ja eigentlich ganz selten, dass man sowas eigentlich findet und sieht, dass da wirklich einmal eine Kapelle in so einer also zugänglichen Form also diese Fresken darstellt, so wie da. Dass ja, man um die Kapelle wandern kann und gehen kann und da also die Fresken sieht, so wie da die Taufe Jesu oder der heilige Antonius und der heilige Georg, der heilige Martin, also alle Heiligen, die da hier oben am Fresko sichtbar sind, also sind unmittelbar vor den Augen der Besucher da hier. Es ist wunderbar. Ja, wunderbar. Gibt es eigentlich sonst dann nirgends? Ich habe es noch nie so in dieser Art gefunden, genau, irgendwo. Das ist eine Vielfalt von Bildern in der Größe, in der ja, Qualität. Und in einer wunderbaren Größe. Gell? Ja, Ronald, Mutter, danke und ja, auch mir ein Vergnügen. Viel Erfolg weiterhin bei dieser liebevollen Restaurierung. Ja, danke. Danke, Ronald. Schon auch, aber ich habe nicht mehr geschaut. Das zweite Haus. Nur da oben. Das zweite Haus. Nur ein Stück alle Ebene raus. Das ist nicht weit.
Gärten. Hallo. Ja, wir dürfen jetzt gemeinsam beginnen. Wir werden jetzt das Maria mit Maria Waldes ruhen. Maria im Walde. Ja, wir haben uns heute in großer Zahl eingefunden bei diesem kleinen Juwel unserer Gemeinde, aber auch unserer ganzen Umgebung. Bei Maria im Walde, Maria Waldes Rast, wie es ursprünglich auch genannt wurde, bei dieser kleinen Kapelle, die immer wieder einlädt zum Verweilen, die Lasten abzugeben und wieder neue Kraft zu schöpfen, im Gebet, im Vertrauen, im Unterwegssein, im eigenen Leben. Heute dürfen wir mit großer Dankbarkeit hier sein, denn unsere Kapelle ist jetzt wieder im neuen Glanz, das sie erstrahlt. Die Fresken sind jetzt alle renoviert, saniert, auch einiges wieder neu gemalt. Und wir dürfen uns freuen, dass dieser Ort als lebendiger Ort des Glaubens eben auch heute für uns zugänglich ist. Der Platz rundherum ist erweitert und so dürfen können wir hier jetzt auch entsprechend feiern und Gott danken und preisen. Was passiert schon auf Ostravim? Du kannst dem Mesto, che vichka kostulit, se najdje ljudi v molitvi, pridi osem, da si zahvalio, pa tudi prosio v težavi. V težkih situacijah življenja in vedo, da niso sami na poti. Zahvaljujem in z veseljem, tudi zdaj mi smo tukaj in prosimo za blagoslov tudi vnaprej. Danes, ko je sanacija zaključena in spet se vidi ta juvel naše domovine. Eleison, Christ.
Kyrie eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Us mille sinas, die du bewog in deinem Sveličanje, schenkt uns den Heil, Herr unser Gott, heute und in Ewigkeit. Amen. Lob und Preis den